Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und we're taking our time. Ja, lass doch gucken, was er so hat. Hat er schöne Waffenteile? Bisher nicht tatsächlich. Müssen wir in seinen Secret Stash gucken. Mit 82er Pistole, süß. Für 5000 Mark hat er gesoffen, der Junge, ey. Augerblade haben wir auch genug. Heavy Banded Chest Armor. Leider in Orange, dass sich das überhaupt nicht lohnt, wa? Zementmixer haben wir auch schon. Night Vision Goggles, geile. Aber nicht für 10.000. Nee, tatsächlich nicht leider. Warte mal. 30 Brass für 173 Mark nehmen wir. Nehmen wir. Lamp of Coal nehmen wir auch. Komm. Wir haben es doch. Wir können ja nochmal hier gucken, ob er hier nochmal was Schönes hier hat. Er noch mehr Brass. Ah, das ist aber ein bisschen teurer jetzt, ne? Na gut. Gunpowder. Warte mal. 5 Kohle für weniger als die Hälfte, was das Gunpowder kostet. Nehmen wir doch die Kohle. So. Den Rest brauchen wir tatsächlich nicht unbedingt. Ja. Ja, my friend. Gut. Dann wollen wir doch... Mittags ist es. Ja, wir haben noch genug Zeit. Lies diese... So, best wishes, Nicole. Da lang. Nee, da lang. Nach Nordosten, vierter Weg. Weiter in die Wüste. Ja, wahrscheinlich um das Wasser herum. Das ist nur ein Stein. Können wir nach Kohleflecken rausschalten, wenn wir schon mal in der Wüste sind. Wollen wir schon mal... Ja, ich glaube, das geht schneller, als uns lieb ist. Geht nur langsam hoch tatsächlich, aber ist egal. Da geht's wieder runter. Mitten in der Wüste gehen uns die Temperaturen runter mit ausgezogener Jacke. Aber lieber mit ausge... Achso, ja klar, weil wir gerade das Getränk noch intus haben. Das kühlende. Nass. Ja. Wie weit müssen wir denn da rum? Scheiße. Ich hab wieder einen richtigen Weg rausgesucht und keine Kohlenflecken, wa? White und bright, keine Kohle. Shit, richtig hier außen rum. Und geht direkt in Waldgebiet über. Die Biomübergänge finde ich ganz geil. Schnee, Wüste, Wald. Boom. Und hier haben wir noch Kohle. Schöne Ding. Gut, dass wir gerade Kohle gekauft haben, Mann. Ah, ist egal. Wird nicht schlecht, die Kohle. Wisst ihr noch, wie wir damals über 2000 Kohle hatten und ich dachte, ah, das reicht für immer. Leer. Aber da haben wir auch noch ohne Chemistry Station unsere Muni gemacht. Hat ja auch eine Muni, also einen Gunpowder noch 2 Kohle gekostet. Damals in der schlechten alten Zeit. Vogelnest haben wir auch lange nicht gelootet. Haben wir schon Ei dabei? Nee. Okay. Ja, ist gut. Ich hab's. Ja, schön. Upsi. Wow. Jetzt ist Kohlenhausen hier. Mega gut. Obwohl wir uns natürlich von unserem Schatz entfernen. 14 Uhr, ey. Upsi. Weiß gar nicht, wovon das Minibike immer so leidet. 76% schon, ey. Keine Ahnung, Mann. Müssen wir bald mal wieder Reifen sammeln gehen, wa? Und so. Sachen reparieren. So, lieber als mit dem Repair-Kit. So, jetzt war hier, glaube ich, ging es irgendwo rüber. Ist natürlich die Frage. Ja. Hoffentlich ist das keine Insel jetzt. Dass wir dann wieder doch ganz außen rumfahren müssen. Weil so voll bepackt wie unser Minibike jetzt ist, möchte ich tatsächlich das nicht irgendwo rübertragen müssen. Und wenn es nur ein kleiner Schlitz ist, können wir uns auch wieder eine Brücke bauen. Aber wenn es ein größerer Schlitz ist, nicht schön. Ja, sieht bisher aber ganz gut aus. Looking good. Obwohl dahinter ja, könnte natürlich... Müssen wir gucken. Alles gut, nichts passiert.
So, weiter im Text, weiter im Text, weiter im Text. Wir kommen auch schon näher, auch angenehm. Angenehm, näher. Der älteste Witz der Welt. Ja. Ja, wie schön. Hier ist tatsächlich Insel. Natürlich schlecht. Okay, wir nehmen... Hier nehmen wir, glaube ich. Hier ist verhältnismäßig dicht dran. Ja. Wood Frame. Machen wir nochmal 100. Ich denke, das werden wir so brauchen. Und dann geht's hier los. Ja, ja. Upsi. Denn weiß gleich jeder, der hier langkommt. Hier war der Mensch am Werk. Hat sich eine Brücke gebaut. Hat sich die Natur untertan gemacht und nach seinem Willen geformt. Hauptsache, das ist jetzt hier nicht so staudammäßig, dass jetzt hier alles über die Ufer... Ach so, jetzt muss ich natürlich auch aufpassen. Super. Na, genau deswegen. Wenn das hier zu tief wird, und es wird tief, Mist. Es wird tief. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier auch zwischendurch Pfeiler einbauen, tatsächlich, ja. Ja. Oh, war es schon so knapp? Achso, ne, klingt nur so. Eieiei, das macht mir ja Spaß. Ja, ja, ist ja gut. Mal sehen. Entspann dich doch. Ich habe so Angst, dass hier alles einstürzt. So, machen wir mal hier einen Pfeiler wieder hin. So. Das ist eine Aktion, ey. Wäre wahrscheinlich dann doch schneller gegangen, uns da drüben eine Kiste hinzustellen, alles auszupacken, Minibike rübertragen. Ach, na, das ist ja auch wieder super. Packt das Wasser da wieder rum. Unschön. Hochgradig unschön. Wir sind natürlich wieder nass bis unten hin. Gut, dass wir gerade Sachen ausgezogen haben, weil wir dachten, in der Wüste, na, schwitzen wir vielleicht. Upsi. Können wir vergessen mit dem Schwitzen. Oh, jetzt wird es hier noch mal tiefer. Sag mal. Aber egal. Keine Lust, wenn wir da jetzt mit dem Minibike drüber fahren, dass wir dann abstürzen. Das wäre... das wäre tatsächlich der absolute Worst Case überhaupt. Ist ja nur so weit, ey. Ich dachte, wäre kürzer. Toll, ey. Verbringen wir hier den Tag mit Brücke bauen. Supi. Wäre wahrscheinlich tatsächlich auch schneller gegangen, dann doch wieder außenrum zu fahren, ne? So, jetzt habe ich den Pfeiler gebaut und die Brücke dazwischen vergessen. Der Finn. Nicht so schlau manchmal. Unterwasserbrückenbau. Action Woman Finn. Action Woman Finn. Schmeichelt mir. Das ist schon wieder eine Aktion. So. Mach alle. Das werden wir brauchen. Kacke. Aber ihr wisst, mein Lebensmotto ist, Konsequenz heißt, auch Holzwege zu Ende zu gehen. Wir machen das ein bisschen vorsichtig tatsächlich. Vielleicht sind es zu viele Pfeiler. Aber ich habe Angst um unser Bike. Also ein Konstrukt ist das, sage ich euch. Oh, jetzt wollen wir fast einmal trinken. Wir wollen nicht ertrinken hier in diesem Fluss. Wir wollen nicht ertrinken. So ein Scheiß. So, 15.36 Uhr. Oh, jo, kann man mal machen, wa? Mal hier. So, 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 so. Oh, ist vielleicht ein bisschen weit weg. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst jetzt. Machen wir lieber nochmal einen daneben. Na, gib doch her. Oh, nein, nein, nein. Da ist er weg, der Woodframe. Tja. Machst du nix. So, während wir hier oben sitzen, können wir eigentlich auch atmen, habe ich mir überlegt.
macht denn das Wasser hier die ganze Zeit? Nur weil ich hier schwimme? Ich schwimme hier. Ist das Meer vielleicht nicht groß genug? Hm? Hast du vielleicht ein Problem, Mann? Hast du? So, erstmal hier absichern. Schwupp, 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 schwupp. Da. Haben wir es bald? Oh, verhältnismäßig. Naja. Was tut man nicht alles? Für einen Goldschatz aus Silber. Nee, hoffentlich mehr Blei. Tatsächlich hoffe ich auf krasse Waffen wieder mal. Aber ist ja auch ein bisschen... bisschen egal. Nie passiert. Was heißt bisschen egal? Müsste halt der Händler mal was Gutes haben, ne? Damit sich das lohnt, hier die ganze Kohle aus den Schätzen rauszuholen. Also nicht Kohle im Sinne von Kohle, sondern Moneten. Knete! Darf ich ihn mit drauf, bitte? Dankeschön. Das ist schon wieder ein Monstrum, diese Brücke. Hoffentlich fürchtet sich unser Minibike gerade nicht, wo wir so weit weg sind. Ups. Mann. Kacke. Jetzt ist aber tatsächlich, glaube ich, unser ganzes Holz leer, ne? So, hier noch. Da? Ist das richtig? Ja. Bom. Ich sagte Bom. Jawohl. Kam mir vorher weniger vor. Aber egal, was machen wir mal? Bin nur gespannt, wie wir wieder nach Hause finden. Ganz ohne Holz in der Tasche kann doch keiner leben. Fürchte ich mich ja. Besser, viel besser. Und 90 Frames noch übrig. Ja, völlig übertrieben. Ich glaube, wenn dieses Geräusch kommt, geht immer ein bisschen was am Minibike kaputt. Warum auch immer das Geräusch dann kommt in der Situation. So. Hopp, 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 hopp. Was ist denn hier los? Armer kleine Kohlemann. Komm, ich befreie dich von deinem Leid hier. Musst hier in der Wüste rumstehen und warten und nichts passiert, ne? Kommst du lieber mit? Verbündest dich mit deinem alten Kumpel Potassium und lässt dich in Zombies reinzaubern. Oh, phew. Was ist denn da? Was ist denn da? Was noch? Was? Was? Hm? Oh, aufpassen, hier nicht ins Wasser fahren. Hotel wieder, ne? Und eine Tanke. Tanke, Anke. Aha. Und so eine Siedlung. Geil. Wieso denn empty? Ach, weil wir hier schon waren. Wir sind jetzt hier einmal rum. Achso, ja. Sind wir in der Nähe von zu Hause. Ah, der Fien. Gut, schön. Oh je, Mine. Kann doch wieder nur mir passieren. Ja, scheiße ist. Hier jetzt, oder was? Hm. Timber. So, wir gucken direkt unter Wasser. Wir sehen nichts unter Wasser. Supi. Prima. Ganz klasse, freue ich mich total. Ja, aber im Wasser ist es auch nicht. Okay. Buddel. Oh, nehmen wir ein bisschen Clay mit nach Hause. Auch angenehm. Gibt Schlimmeres tatsächlich. Gibt wesentlich Schlimmeres. Und Sand kriegen wir auch wieder. Gut, hatten wir eh nicht mehr so viel. Ist in Ordnung. Eins tiefer müssen wir noch, ne?
Ich glaube, muss richtig. Ja. Da ist es schon. Sehr, sehr geil. Und AK 47 Parts. Schön. Raw Diamond. Auch nice. Und nochmal 16 Silbernuggets. Krass. Und Old Cash. Ich glaube aber, das verpapieren wir in diesem Fall gar nicht unbedingt, ne? Wie viel haben wir denn jetzt? Ach, das andere haben wir schon verpapiert. Ne, wir hatten gar keins. 29 Silbernuggets. Ist eine Menge. Gibt ein bisschen Geld wieder. Aber es ist natürlich auch wieder, ja, unsere 27.000. AK 47 Parts. Macht mich betroffen, tatsächlich mittlerweile. So, wir fahren nach Hause. 18 Uhr, ich dachte, eventuell verlustieren wir uns hier nochmal ein bisschen, aber ne. Ich sage nein. Ja, geh mir auf den Sack. Wobei, war doch nicht zu Fuß, Finn. Na, ihr Süßen, lasst mich einmal kurz eine Wende wenden. Mit meinem Wendekreis muss ich da ein bisschen mehr Anlauf nehmen. So. Wie mit meinem Auto. Wisst ihr, ich habe ja einen Seat Ibiza. Ist ja ein kleines, süßes, putziges Auto. Aber einparken, wie ich es in der Fahrschule gelernt habe, muss sehr viel weiter vorfahren. Weil irgendwie hat das einen ganz, ganz furchtbaren Wendekreis tatsächlich, das Auto. So, jetzt wird uns heiß. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Her mit den Kohlen. Jawohl. Jawohl. So. Ha. Nurse you back to health challenge. Huh? Read. Kill some nurse zombies. Okay. Ihr merkt, ich pfeife auf die Boni inzwischen. Brown Sweater, Cowboy Boots. Mhm. Nein, ja. Ja. Nein. Ich weiß, wir sammeln Shorts zu Hause, aber... Oh, besserer Rock. Das finde ich natürlich sehr, sehr prima. Oh, waren wir auch schon dran. Oh, 600er Pistol Parts. Tschüss, Herr Kleber. War nett mit dir. War nett mit dir zu plaudern. Oh, yes. Use. Und it. Overall. Nerdy Glasses. Tschüssli. So, waren hier nur zwei Saves? Ich hatte gedacht, waren mehr. Oh, ist ja nett. Auch nett. Wo wir doch so viel mit der Shotgun rumspielen jetzt heutzutage. Ja, tatsächlich. Können wir mehr als zufrieden sein, wie wir dastehen. Finde ich. Bisschen mehr Wellness könnte es natürlich sein. Lass uns doch mal... 819 Zombie-Kills, viermal tot. Ist natürlich traurig. Ja. Viermal tot ist natürlich eine traurige Sache. Wobei, einmal war natürlich unsere eigene Schuld. Einmal war ein bisschen Pech. Einmal war... Was war denn früher? Woran sind wir denn? Ach so, genau. Das war genau hier, wo ich da reingelatscht bin und bumm. Und was war der vierte Tod? Beziehungsweise... Also, wir waren Tag 26, waren wir zweimal tot bei der Hunde. Und vorher? Die Mine hier in dem Ding? Wollen wir nochmal hier gucken bei dem Militärlager, ob hier vielleicht doch nochmal Leute spawnen? Könnte fast sogar die Ammo-Box schon wieder gespawnt sein, oder? Noch nicht mal die... Oh. Ja. Okay, Lamp auf Klee. Mach's gut. Geil. Mega gut.
Müssen wir natürlich Sachen loswerden auf die Schnelle. Ach, guck mal. Können wir aufeinander tun. Schmutz braucht niemand. Diamond rein. So, hallo. Cool, na endlich. Die halten ja... Oh ja. Mhm. Read, take, wegschmeiß. Die halten ja schön aus. Ey. Die nicht so. Die gefährlichen Frauen. Boah, was hatten die für ein großes Gepäck? Akku brauchen wir nicht. Können wir noch. Okay. Wartet kurz. Wartet kurz. Nee, das war nicht der Plan. Jetzt hat es nachladen. Nicht funktioniert. So. Das wollte ich wegschmeißen. Lege das da rein. Tach! Ich hab mal daneben geschossen, okay? Duct Tape, wirklich. Weg. So. Ach ja, genau, hier komm. Nimmt er nicht. Müssen wir so machen. Zack. Okay, haben wir wieder zwei Plätze frei. Das ist doch bitte ganz gut. Oh, die Leute noch immer Geräusche. Was ist denn hier? Wow, gut. Military Gloves. Nochmal Night Vision Goggles. Finde ich natürlich prima. Military Gloves. 800 sind die fast wert. Die nehme ich mal. Stofffragmente. Wow. Skrippe das. Skrippe auch das. Nimm dies. MD. 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 Okay. Minibike. Was? Bist du denn hin? Ja, Minibike. Da hinten. Nee, Leute, ich weiß, ihr guckt, ihr schielt so drauf. Aber nein, ich möchte... Ich möchte nicht mein Ei weglegen. Na hoch! Ach, guck mal, da kommt noch einer. Ja, der Ingenieur fressen nochmal Military Gloves. Aber die sind nichts mehr wert. Die können dann weg. Vielleicht das T-Shirt. Wir müssen erstmal gucken, was sich hier noch so. Was wir hier noch so finden jetzt. Also schon wieder halb neun, ne? Krass. Der ist noch leer, okay. Ah ja, guck mal. Der hat der ist schon ganz stumpf. Krass. Soll ich das überhaupt machen so? Eigentlich nicht, wa? Wenn er da nur so kriecht, hätte ich vielleicht lieber mit dem Bogen schießen sollen. Naja, oh. Okay, wir haben viel Papier. Tja. Ja, ganz nett tatsächlich, aber... Bei weitem nicht so lohnenswert, was die Jungs so gedroppt haben. Wieder einmal ein und dasselbe AK-Teil. Und das war's tatsächlich. Schade. Aber schön, gut zu wissen, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert, aber die doch respawnen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da freue ich mich sehr drüber. Und ich hoffe, ihr euch auch. Freut euch gefälligst. Jetzt. Hoch das Bein. Ja, sehr gut. Oh, da geht die Sonne unter. Kann das sein? Voll neblig. Geil. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre dann in dem Moment. Aber na gut. Ja, sicher. Wir fahren Richtung zu Hause. Aber ich meine jetzt akut. Was sich so vor mir befindet. Seht ihr? Stein. Oh, oh, oh. Hier hört die Welt halt einfach auf. Ach, ich glaube, da unten ist der Weg, an dem wir sonst immer. So, jetzt müssen wir hier gleich wieder. Genau, kommen wir wieder ins Zerstörte.
Das sind Klippen, ey. Oh, vorsichtig. 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 Ganz safe Haus, waren wir bestimmt schon dran. Nee, waren wir noch nicht. Mist. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für so einen Scheiß. Wir müssen nach Hause. Und die Taschen haben wir auch voll. Das ist tatsächlich der springende Punkt, dass die Taschen voll sind. Weil dann stehen wir nämlich davor, vor dem Gunsafe. Ah, und dann sortieren wir hier und machen da und knüpfen danach zusammen. Und dann ist 22 Uhr und dann sind wir tot. Das ist mir zu risky. So ein Swine-Crumb machen wir nicht. Was? Nee, nur Nico. So. Und noch 70% Sprit. Supi. Und da sind wir zu Hause um 9:30. Wunderbar. Licht schon mal ausrollen lassen. Feierabend. So, geil. Ist hier schon wieder die Welt kaputt? Habe ich das gerade gesehen? Nee, alles gut. Warum schwebt hier oben noch die Leiche drauf? Untouched. Aha. Pinkillers, ja. Scrap auch. Empty. Okay. So, warum klingt es hier nicht nach... Okay. Was ist hier los? Da wollte ich ran. Military Gloves. Night Vision Goggles. Hazmat. Das ist hier so die Verkaufecke so ein bisschen. Roter Rock, den können wir uns direkt eigentlich ins Minibike legen. Weil. Brauchen wir auch gleich. Nochmal. Oh, der Green Puffer Coat, den haben wir inzwischen ganz schön gut, ey. Weil. Nee, nicht die AK-Teile. So nicht. Die können wir so aufeinander tüdeln. Ich wollte dringlichst hier das Eisen rausnehmen und es hier hineinstecken. So. Anmachen und Forged Steel ausgeben. Ich gebe einen aus. So, Steel Pickaxe, ich wollte nicht standardmäßig repariert sagen, sondern ein reparariert. Aber ich habe mich dabei immer auch noch versprochen. Und das war schlecht. 600 Gunpowder sind gut. Kohle, auch gut. So, Green Puffer Code kann hier rein. AK-47 Parts legen wir da erstmal rein. Dann gehen wir nochmal ein Minibike ausräumen. Jetzt ist doch schon nachts. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. So, genau, da kann der rote Skirt rein. Wird der bekommen werden? Nee. Was haben wir oben rum an? Kann es eventuell sein, dass wir gerade gar nichts oben rum machen? Wir hatten gar nichts oben rum an. Wie stehen wir denn dann da? Völlig entblößt. So, machen wir zu. Nicht, dass uns Leute von hinten überraschen in der Nacht. Fremde in der Nacht. Das gibt eine Menge Kohle hier. Kohle. Seht ihr? Gold ist das Teufelszeug. Gold ist Teufelszeug. Damit ist es bewiesen. Gold verdirbt den Charakter. So. Dann haben wir alles erreicht, was wir in unserem Leben erreichen konnten. Und gut, das war trotzdem noch über 250. Das ist in Ordnung. Können wir gerade nicht. Dann leg das mal erstmal hier rein. Da so. Gib die hier. Schwibble, schwabble, wibble, wobble. Zack, zack, zack. Schwupp, zack, schwupp. Haben wir schon blaue Night Vision Goggles. Das tun wir uns mal an. Upsi. Das ist immer noch... ich glaube, wenn die lila sind, werden die geil. So. Achso. Ja, warte mal. Nutzen wir es direkt aus, dass ich nicht in das Menü rein muss. So. Und zieh wieder an. Wunderbar. So, eine letzte Runde machen wir noch. Holen die Sachen raus. Hol die Sachen raus. Ach, warum habe ich das jetzt zugemacht? Hinter mir auch blöde.
So, gib, 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 gib. Wunderbar. Und dann ist Nachtruhe, meine Lieben. Schluss mit lustig. Aua, hab ein bisschen Rückenschmerzen tatsächlich. Nee, ich werde dann einfach jetzt ganz in Ruhe wieder die Waffen alle zusammenwursten, wie ich das immer mache, wenn ihr nicht da seid. Und natürlich, natürlich. Die fünfte Farbe Shorts haben wir jetzt auch. Wunderbar. Wir haben unser Jersey an. So, den roten Sweater. Genau, wunderschön. Warum ist dieses T-Shirt nicht bei den anderen T-Shirts? Außenseiter-T-Shirt, nur weil es schwarz ist. Voll ausgegrenzt. Schwarzes T-Shirt, ey. Armes Ding. Gut, meine Lieben, ich bedanke mich bei euch. Aua. Kitzelt mir doch die Nase beim Verabschieden. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Sage, wo ist meine Hose? Da. Wo ist meine Hose? What? Ja, sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play 7 Days to Die. Und von ganzem Herzen, tschüssli Müsli.